Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Ice Love to See. Heute haben wir mal ein etwas anderes Video für euch. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Und zwar wollten wir schon immer mal so ein Porträt darstellen. Und heute machen wir den Anfang mit Jörg Hovest. Danke. Hi. Hi. We have a serious problem with our ocean. Plastic pollution all over the world is a serious issue of today. Illegal fishing is happening every day. So what can we do? What can you do? Instead of waiting for more conference and debates, we should take action right now. Jörg, erzähl doch mal unseren Zuschauern, was du eigentlich so machst und wer du eigentlich bist. Ja, ich bin Fotograf und arbeite für National Geographic und komme hier aus München. Und ja, im Groben und Ganzen reise ich um die Welt, um so ein bisschen die Untold Stories auszuarbeiten und dem Publikum weltweit mitzuteilen. Du warst ja eigentlich am Anfang Modefotograf, oder? Genau. Wie kam es dazu, dass du dich sozusagen ein bisschen gewandelt hast? Also was ist die Story dahinter? Ja. Also wenn wir schon von meiner Vergangenheit reden, dann kann man das auch so sagen. Ich habe eigentlich ganz klassisch eine Lehre gemacht, bin eigentlich Energieanlagenelektroniker. Danach habe ich meine Passion oder meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und habe angefangen zu fotografieren, weil das habe ich schon quasi als Kind schon damals gemacht. Und ja, ausgehend davon habe ich mich anfangs auf Mode konzentriert, hier in München, aber auch weltweit, bin viel gereist und habe das ungefähr 8 Jahre lang gemacht. Aber dann hat mir so ein bisschen das Tiefsinnige in diesem Beruf gefehlt, weil es doch sehr oberflächlich ist, die Mode zu fotografieren. Und das hat mir kein gutes Gefühl gegeben am Ende. Und dann habe ich mir eine Sache überlegt, die quasi nachhaltig mein ganzes Leben lang, mein Leben verändert hat. Das erste Bekanntere, was du gemacht hast, war, glaube ich, dass du den Dalai Lama getroffen hast, oder? Richtig. Und daraus ist ja ein Projekt entstanden, was du mit ihm zusammen gemacht hast oder was du eigentlich selbst sozusagen erstellt hast? Story dahinter. Also ich hole mal ein bisschen weiter aus. Nach dieser Zeit der Modefotografie wollte ich mir einfach mal so ein ganz tiefsinniges Projekt einfallen lassen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt 2011 ein Buch gelesen über den Dalai Lama und der Mensch hat mich sehr fasziniert, ja, kann man so sagen. Ich selbst, aber ohne Religion aufgewachsen, kannte gar nicht so viel von ihm. Ich wusste nur, das ist ein ehrenwerter Mann. Der Spiritual Leader für so viele Menschen da draußen, also irgendwas Besonderes muss diesem Menschen schon angelegt sein. Ja? Und ich hatte einfach die simple Idee zu sagen, ich möchte meine ehrenamtliche Arbeit als Fotograf anbieten und ihm quasi für einen guten Zweck porträtieren, damit die Presse quasi diese Bilder nutzen kann. Man muss sich vorstellen, beim Dalai Lama ist meistens immer nur ein Fotograf zugelassen, der dann in einem ganz ausgewählten engen Kreis ihn begleiten darf. Ja? Und das hat irgendwie gut geklappt. Ich habe einen Brief geschrieben an die Staatskanzlei und die haben das sofort für gut empfunden und mich daraufhin 2011 eingeladen, seine Heiligkeit 4 Tage lang zu begleiten. Genau, und wie sah das Projekt dann letztendlich aus? Also ich habe ihn damals in der Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe, habe ich bemerkt, dass die Menschen sich sehr, sehr viel erwarten, wenn man, um den Dalai Lama zu treffen. Ja, es geht meistens um die Frage Hoffnung, Liebe, Mitgefühl, was gibt der Mensch ein? Ja? Das ist so ein bisschen, du triffst jetzt den Heiligen und hast so deine privaten Sorgen. Dann hast du ein ganz privates Interesse an diesem Mann, dass er aber im besten Fall, der kann dir wahrscheinlich gar nicht helfen. Ja? Sein wichtigstes Ziel ist es, uns mitzuteilen, dass er genauso menschlich ist wie wir alle und dass am Ende du derjenige bist, der über dein Leben entscheiden wird. Ja? Das heißt, wenn du Sorgen hast oder jemand anbeten möchtest, dann kannst du das gerne tun. Aber seine Message uns gegenüber ist, tu das für dich und ändere die Welt bei dir selbst. Ja? Und ich fand das sehr ehrenwert und habe mir gedacht, okay, cool, das ist eine gute Botschaft, eine super Message. Aber wer hat denn jemals gefragt, was er eigentlich möchte? Ja? Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man denn diesen Menschen helfen? Und ich glaube, das haben erst wenige Menschen sich selbst gefragt. Ja? Und daraufhin ist das Versprechen oder The Promise entstanden. Ja? Ich habe ihm quasi an einem Abend, als wir zusammensaßen, habe ich mir einen Zettel genommen, quasi einfach so eine Serviette am Abendtisch, habe mir auf den Notizen gemacht und habe gesagt, lieber Dalai Lama, ich verspreche dir, dein Land zu bereisen in einer außergewöhnlichen Expeditionsreise, um herauszufinden, wie es die zweite und dritte Generation nach deiner Flucht, weil er lebt ja nicht mehr in Tibet,
wie diese Menschen es heute noch schaffen, so innig an dich zu glauben. Ja? Und man muss sich das vorstellen, in Tibet ist es total reglementiert und restrikt gehandhabt, ihm überhaupt zu folgen. Ja? Du darfst seinen Namen nicht sagen, du darfst nicht fotografieren, der Tibeter darf nicht der Tibeter sein, er darf ihm nicht huldigen. Die Menschen kommen dafür in den Knast und werden gefoltert. Und ich finde, das ist so eine untold story auf der Welt, die einfach mal erzählt werden muss. Ja? Was ist mit diesen verbliebenen 2,5 Millionen Menschen in Tibet, die permanent von den Chinesen okkupiert werden. Ja? Und das war meine Geschichte. Ich habe mir gesagt, okay, ich verspreche dir, dieses Land zu bereisen, das aufzudecken und der ganzen Welt zu erzählen. Wir hatten ja vorhin schon uns ein bisschen unterhalten vorab und da hattest du erzählt, dass es gar nicht so einfach war, das Land zu bereisen. Also du hattest sehr, sehr viele Schwierigkeiten. Würdest du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Ich glaube, dass es halt auch für viele interessant ist, weil wenn man als Tourist dorthin reist, hat man ja eigentlich immer nur diesen touristischen Blick. Genau. Ja, also was ich damals nicht wusste, als ich dieses Versprechen gab, ist, wie schwierig die ganze Geschichte werden würde. Ja? Also eine Expedition auf 100 Tage angesetzt ist insofern schon nicht machbar, weil das Einreiseverbot ist jedem Individual oder jedem Touristen verbietet, länger als 30 Tage zu bleiben. Danach musste ich erfahren, dass es überhaupt gar nicht möglich ist, als Alleiniger oder als Individualtourist dort einzureisen. Und somit haben sich immer mehr Hürden aufgebaut, die mir gezeigt haben in der Vorbereitung, dass es eventuell eine Reise sein wird, die ich vielleicht gar nicht zustande kriege. Und das war ein schwieriges Jahr für mich. Ich hatte quasi ein Jahr Zeit, um mich vorzubereiten, physischer Natur als auch psychischer Natur, um immer mehr Hürden aufzunehmen, mit denen ich jetzt zurechtkommen musste. Aber ich habe jetzt nun mal dem Dalai Lama das versprochen. Man sollte dieses Versprechen nicht unbedingt brechen. Das kam mir in dem Moment so vor, wie ich erzähle nach Silvester allen, ich höre auf zu rauchen und werde es nie schaffen. Die werden mich immer wieder angucken und sagen, hey, du hast es doch mal gesagt. Und wenn man das so einem Menschen dann mitteilt, dann sollte man das auch durchziehen. Was ich dann quasi gemacht habe, ist, in einer unglaublich großen und komplexen Geschichte habe ich dieses Land bereist. Und man muss sich das vorstellen, dass wenn man wirklich es schafft, dort alleine reinzukommen, was sehr außergewöhnlich ist, ist man unter permanenter Kontrolle vom Militär. Ja? Und die Chinesen mögen das überhaupt nicht, dass da jemand rumhüpft, über die Berge klettert, Fragen stellt, Tibeter interviewt und all diese Sachen. Ja? Das heißt, ich war in 100 Tagen unterwegs und musste immer schauen, dass ich so den ganz schmalen Grat zwischen Legal und Illegalität bewahre, um nicht rauszufliegen. Ja? Und nach 60 Tagen ist es dann tatsächlich passiert, das Militär hat mich erwischt und hat mich rausgeschmissen. Ja? Also die haben dich wirklich dann mitgenommen und dann über die Landesgrenze, oder wie? Genau, die haben mich zur Landesgrenze eskortiert, rausgeworfen nach 60 Tagen. Und das Wichtigste, was vielleicht zu erwähnen ist, die haben mich markiert im Pass. Ja? Du wirst quasi markiert und dann kommst du auch nicht mehr rein. So. Okay, das heißt, du darfst nie wieder zurück. Richtig, nie wieder nach China. Ja? Aber jetzt hast du deine Reise noch nicht fertig gemacht. Ich hatte ja gesagt, ich will ein 100-tägiges Projekt machen und ich war erst nach 60 Tagen nicht mal fertig geworden. Ja? Und auf der Reise standen ganz wichtige Punkte, heilige Orte und sehr spirituelle Berge und Plätze, die für viele, viele Millionen Menschen da draußen sehr wichtig sind, die ich noch nicht bereist hatte. Und somit hatte ich danach wieder so eine riesen Hürde und einen psychischen Kampf hier zu Hause, Menschen mitzuteilen, I failed, ich habe es nicht geschafft. Um sich dann nochmal wieder aufzurappeln, um nochmal 40 Tage dahin zu fahren, man kann sich vorstellen, das war eine mega Challenge für mich. Ja. Und wie hast du das angestellt? Weil im Grunde genommen, du konntest ja eigentlich nicht mehr einreisen. Genau. Darf man da überhaupt so drüber reden? Oder ist das ja, ich kann das heute so sagen. Ich bin dann heimlich über eine Grenze geschlüpft. Ja. Also es gibt offizielle Grenzen, es gibt die reglementierten Grenzen mit Flughäfen und Kontrollsysteme, Computer und alles. Schwierig, da reinzureisen. Aber man kann auch zu Fuß über das Himalaya gehen. Und das ist ein bisschen schwieriger, aber dann gibt es zumindest mal eine kleine Chance. Ja? Flüchtlinge übrigens machen das genauso. Ja? Weltweit kommen tibetische Flüchtlinge jedes Jahr über diese Grenzen und fliehen in halsbrecherischen Aktionen nach Nepal und Pakistan, um ihr Leben zu retten. Ja? Und ich habe quasi den Weg rückwärts angetreten. Und du hast das Ganze ja auch festgehalten. Genau. Also fotografisch, als auch in ein paar Szenen im Video. Es gibt einen Trailer, den ich gesehen habe, der auch sehr, sehr schön ist, also der auch Lust auf die Story macht. Das Ganze wurde auch noch von einem sehr bekannten Verlag begleitet, kann man das so sagen? Ja, begleitet vielleicht nicht. Ich kam dann zurück nach 100 Tagen, nach dieser langen Reise und stand dann wieder vor einem Problem. Das ist hier ein Interview voller Probleme, aber ich finde es ganz cool, dass der Zuschauer mal hört, wie komplex es ist, so eine Reise umzusetzen. Ja? Ich stand dann mit diesem ganzen Content, mit diesem ganzen Material an Filmen, Fotos und Erzählungen hier
und musste das irgendwie in einer kurzen Form bündeln, um das irgendeinem Verlag zu zeigen. Ne? Und dann begann die nächste Odyssee. Ich habe bei fast jedem deutschen Verlag gefragt, ob er das verlegen möchte. Das war nicht so, dass die Menschen sofort gesagt haben, ey, deine Geschichte ist nicht gut genug, aber vielleicht war es denen zu gefährlich. Ja? Es ist immer so ein politisches Ding, sich mit China anzulegen. Und so musste ich in dem Zuge dessen dann erfahren, wie schwierig das ist, auch hier nur Ablehnungen zu bekommen. Ja? Eine Absage nach dem anderen kam rein, bis zu dem Punkt, dass meine Frau damals gesagt hat, hey Jörg, ey, alle haben abgesagt, du wolltest doch, dein Traum war doch National Geographic, warum schickst du es denen nicht mal? Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, fuck it, dann kannst du es denen auch schicken. Ja? Und ich habe das tatsächlich einfach an so eine Info@National Geographic, ja? Das ist ja überhaupt nicht mal ein Redakteur oder so. Ja. Und die haben tatsächlich sofort geantwortet und mich eingeladen und letztendlich diese Geschichte angenommen und mit mir zu einem wunderbaren Bildband ausgearbeitet. Den Bildband würden wir euch natürlich auch unten verlinken. Also da könnt ihr dann einfach, wenn ihr es bestellen wollt und auch mal sehen wollt, was ihr alles erlebt habt, dann könnt ihr es da gleich bestellen. Ja, bei Amazon in der Buchhandlung oder bei mir direkt, wie ihr wollt. Kommen wir zu einem anderen Thema. Es ging dann weiter. Das nächste war dann 100 Tage Amazonien. Ne? Genau. Wie kam es dazu? Weil das ist ja auch nichts, was ich sagen mal, oder wo ich sagen kann, dass, da würde ich jetzt direkt daran denken, dass ich das mache. Okay, cool. Also grundsätzlich, die Geschichten, die mir sehr, sehr am Herzen liegen und auch sehr authentisch, was mit mir persönlich zu tun haben, sind zum einen Dinge, die ich selbst erfahren habe und zum anderen Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel an den Regenwald denken in Südamerika, irgendwie ist der total unsexy, uncool. Ja? Ich meine, ich höre das seit 30 Jahren. Als Kind habe ich schon gehört, hey, wir holzen zu viel Wälder ab und so weiter. Heute redet da keiner mehr drüber. Ja? Und das fand ich echt schrecklich. In diesem Riesengebiet, wo man muss sich vorstellen, ganz Australien passt in den Amazonas-Regenwald. Das ist riesig. Ja? Da leben unzählige indigene Völker, die ausgerottet werden. Ja? Nur dafür, dass wir ein neues Billigregal bekommen. Ja? Also man muss sich vorstellen, die Problematiken in Südamerika sind gewaltig. Und das ist nicht nur Holz, welches wir dort fällen, sondern wir haben unterschiedliche Probleme wie Gold und Diamanten, Erdöl, Soja, ein ganz aktuelles, großes Thema. Und somit wird dieser wichtige Ozean oder dieser wichtige, man nennt es Ozean in Südamerika, dieser wichtige Binnenbereich des Amazonas, der ist so wichtig für das Weltklima, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte meine Aufmerksamkeit nochmal dahin lenken und zeigen, inwiefern diese indigenen Völker von wirtschaftlichen Interessen bedroht werden. Und zwar in der kürzesten Distanz. Das heißt, ich habe Gruppen lokalisiert, ja, isoliert lebende Menschen im Regenwald, die noch nicht wissen, dass Maschinen sie kontaktieren werden. Ja. Und Wissenschaftler haben festgestellt, dass es nur noch ein paar Jahre dauern wird, bis große Maschinen oder Eindringlinge diese Menschengruppen ausrotten wollten. Ja. Und ich habe gesagt, okay, ich muss dahin, ich muss das zeigen, ich muss meinen Fokus darauf setzen, euch zu erzählen, dass da drin Menschen sind, die in Gefahr sind, nur damit wir mehr Holz hier haben, mehr Regale. Und dafür muss es eine Lösung geben. Ja. Also einfach investigativer Journalismus in Südamerika. Wir reden hier die ganze Zeit über Probleme und Dinge, die nicht so gut laufen. Was war denn dort auch eines der schönsten Momente, die du so erlebt hast? Ja, man kann natürlich einfach von vielen Problemen reden, das stimmt schon. Ich möchte irgendwie eine Ästhetik finden, um etwas zu zeigen, was problembehaftet ist, aber trotzdem die Faszination der Umgebung zu zeigen oder die Faszination der Natur. Ja? Das heißt, in 100 Tagen Regenwald oder in 100 Tagen Tibet sieht man nicht nur Probleme. Ja? Man ist natürlich umgeben von elementaren Bergen oder Waldgebieten oder Sachen, die man so nie sieht, auch nicht im Zoo. Ja? Die Vielfalt der Natur und die Tierwelt im Amazonas, die ist irre. Ja? Genauso sieht man seltene Spezies und Dinge, die einfach ein Riesenabenteuer bergen. Und somit kann ich sagen, ich habe eigentlich massenhaft geile Momente aus dem Amazonas, in denen ich unfassbar schöne Tiere gesehen habe und diese Fülle der Natur, so wie sie sein sollte, zu erleben. Ja, das ist auch etwas, was man heutzutage als, ich sag mal, Pauschaltourist gar nicht mehr erfahren kann. Ja, das ist alles irgendwie so ein bisschen gefaked. Ja, aber in der absoluten Natur zu sein über so einen langen Zeitraum, ist eine Faszination für sich. Und wenn du jetzt mal auf die ganze Zeit zurückschaust, also wir haben jetzt Amazonien und da, also das neue Projekt stellen wir gleich vor. Ja. Was war für dich so der Moment, wo du dachtest, so, wow, genau dafür mache ich das? Also hast du einen Moment, wo du sagen kannst, wo du echt in dem Moment also saßt und dachtest so, okay, das ist genau das, warum ich das mache, dieser Moment? Also das ist eine schöne Frage. Tatsächlich ist es so, wenn man auf dieser
Reise ist oder dieser Expedition von über 100 Tagen, wir nehmen diese 100 Tage, in Wirklichkeit ist es ein bisschen mehr, ja, dann hat man so sehr damit zu kämpfen, überhaupt klarzukommen. Ja, man ist out of the box, ja, das ist so remote, wo man ist. Du struggelst so ein bisschen mit dir. Total, ja. Dir geht alles auf den Sack, ja. Insekten, Schwitzen, Heiß, Krankheiten, Viren, was ich da alles mitgekriegt habe, ja. Ja. Das Equipment funktioniert nicht. Man träumt vom kühlen Bier und einer eiskalten Dusche. Das geht nicht, ja. In Tibet das Gegenteil. Das ist einfach nur der Horror, ja. Aber dann kommt man nach Hause und sichtet sein Material. Das ist wie so, man hat einen Schatz mitgenommen, ja. Das ist wie der kleine Schatz am Computer, wo sagt, boah, geil, ey, die Fotos haben eine so krasse Geschichte, die muss ich euch allen erzählen. Und wenn man das macht, wenn man da draußen auf den Vortragsreisen, auf den Bühnen dieser Welt steht und die ganzen Menschen mit seiner Geschichte hinter einem Bild faszinieren kann, dann kriegt man etwas zurück, was lohnenswerter ist als jeder Ruhm und jedes Geld, das man hätte dafür verlangen können. Es ist ja auch so, du inspirierst ja Leute damit. Also es ist ja auch mit den Geschichten, die du in diesen 100 Tagen erlebst oder auch mit den Bildern, die du da aufnimmst. Also ich persönlich habe mir das alles angeschaut und dachte mir so erstmal so, wow, okay, sowas würde ich eigentlich auch gern machen. Mhm. Man nimmt sich aber nie die Zeit dafür. Also es ist wirklich so, dass man, die meisten Leute haben ja dann einen festen Job und ich finde es aber ganz toll, dass du das machst, weil im Endeffekt man aus diesen Bildbändern und aus den Videos, die du da dort machst, irgendwie so ein Feeling dafür bekommt. Und wenn man davor sitzt, dann hat man das Gefühl, man war auch so ein bisschen mit dabei. Ja, cool. Und du machst es auch, also ihr könnt euch die Trailer auch nochmal anschauen. Da sind auch ganz viele Szenen aus der Ich-Perspektive und das rundet das Ganze irgendwie sehr schön ab und man hat dann wieder das Gefühl, man wäre live dabei. Es gibt ein neues Projekt von dir. Ja. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum wir uns heute treffen. Und zwar 100 Tage Ozeanien, kann man das so sagen? Ja. Genau. Was hat dich dazu bewogen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, die ich hinterher schieben würde, ist, du bist ja sozusagen noch in der Planung, oder? Also, ja, teils, genau. Und was können die Zuschauer für dich tun, damit du das verwirklichen kannst? Ich hole mal ganz groß aus. Ja? Ich hatte schon davon gesprochen, dass kein Fokus auf Tibet liegt, ja? Weil es sehr schwierig ist. Journalismus ist da verboten. Im Amazonas habe ich davon berichtet, dass ich gesagt habe, okay, das interessiert einfach keinen mehr. Ja? Also das heißt, die Medien steuern die Aufmerksamkeit. Und was immer wir in den Medien permanent bekommen, umso empfänglicher werden wir dafür. Ja? Ich glaube, es ist kein ungeschriebenes Gesetz zu behaupten, dass heute jeder weiß, was in den Ozeanen vorgeht. Ja? Wir haben viel zu viel Plastikmüll, der Klimawandel trägt einen großen Beitrag dazu. Wir haben illegale Fischerei, wir wissen nicht mehr, ob unser Fischstäbchen überhaupt voll mit Antibiotikum ist und so weiter. Ja, die Liste wäre unendlich. Und mich persönlich hat dieses Thema Meer oder Ozean insofern schon fasziniert, weil ich das Gegenteil davon kenne. Ja? Ich bin jetzt ein bisschen älter als du. Ich bin vor 20 Jahren schon tauchen gewesen im Great Barrier Reef, in Korallengebieten, ein Meer aus Regenbogen, voll von Tieren, saubere Strände. Ich habe da gespielt, meine Eltern brauchten sich keine Sorgen machen, dass ich irgendein blödes Plastikteil aufhebe. Das war alles komplett anders vor 20 Jahren. Ja? Was ist passiert? So, die Menschen reisen jetzt um die Welt und bemerken, ey, jeder Strand ist verseucht. Ja? Du kannst auch für 10.000 Euro auf die Malediven fliegen oder auf die Seychellen. Auch da ist der Strand voll mit Plastikmüll. Ja? So, was geht da ab? Ja? Was ist da los? So, und ich habe mich gefragt, was können wir tun? Was kann jeder Einzelne tun? Ja? Meine Aufgabe in dem Fall ist es, ich mache wieder ein Projekt über die Ozeane. Ich versuche aber nicht nur diese Probleme zu zeigen, weil die Bilder kennen wir alle schon, vielmehr versuche ich die Lösung zu kreieren. Ja? Also das Buch 100 Tage Ozeane oder vielmehr das Projekt 100 Tage Ozeane heißt mit der Unterschrift Die Helden der Meere. Ich bin auf der Suche oder ich begebe mich auf der Suche nach den Helden der Meere, die weltweit einen Lösungsansatz gefunden haben. Das können Aktivisten sein, das können Forscher sein, das können Vordenker und Visionäre sein. Das kann aber auch der ganz einfache Mensch sein, der sagt, ey, mich stört das so gewaltig, ich fange an mit meinem Mülleimer einfach selbst meinen kleinen Strandabschnitt zu säubern. Ja? Und das fasziniert mich. Das sind meine Helden der Neuzeit. Weil ich möchte das irgendwie so publizieren, dass wir alle nicht die Hoffnung verlieren. Ich möchte nicht, dass wir aufgeben an den Ozeanen. Ich möchte auch nicht, dass wir sagen, hey, der Klimawandel wird uns alle umbringen und wir haben eh keine Chance. Wir haben eine Chance. Wir müssen nur einen Leitfaden finden, um Menschen zu folgen, die uns das ganz simpel gehalten vormachen, wie man die Ozeane rettet. Du stehst vor... Ja, also keinem Problem, das würde ich nicht nennen, aber es ist ja so, wir hatten uns vorher schon kurz unterhalten, da hattest du auch mal kurz angerissen,
dass das alles Projekte sind, die finanziert werden müssen. Oh ja. Und dass es gar nicht so einfach ist, wie man sich das immer vorstellt. Also ich persönlich dachte auch immer so, okay, ein Fotograf, der für einen bestimmten Verlag arbeitet, der wird finanziert und der kriegt die Kohle dann vom Verlag und reist dann dahin und macht das alles. Aber bei dir ist es ja eher so, du suchst dir deine Themen, du produzierst alles und dann geht's halt weiter. Okay. Und dann suchst du dir deinen Verlag im Endeffekt. Was ist sozusagen aktuell dein neuestes Projekt? Also wir haben jetzt das Kickstarter-Projekt, was wir unten verlinken wollen. Erklär doch mal, wofür das sozusagen ist, also okay. Was du da Also als erstes mal danke ich dir für die Gelegenheit, diese Frage endlich mal zu beantworten. Also für alle, die da draußen jetzt zugucken, möchte ich euch eine kleine Message geben. Ja? Nach außen sieht das super gut aus. Ja? Man hat diese riesen Logos, diese riesen Kooperationspartner, man hat tolle Verleger. Der eine wird zum Bestseller, der andere nicht. Wir gehen auf Vorträgen und so weiter. Das bedeutet noch lange nicht, dass man so viel Geld verdient, dass man damit solche Expeditionsreisen finanzieren kann. Das heißt, ich bin abhängig von Leuten, die mit mir eine Kooperation starten oder vielleicht mich als Testimonial für eine Brand oder für eine Marke einsetzen wollen. Wenn das nicht der Fall ist, weil dein Projekt so investigativ ist, dass sich da keiner politisch irgendwie Probleme machen will, dann stehst du alleine da. Ja? So, das heißt, du hast dein erspartes Geld, du hast vielleicht deine Familie, du hast vielleicht deinen Bruder, der leiht dir ein bisschen Kohle. Du kratzt an allen Seiten zusammen und fängst an zu betteln. Ja? Ein ätzender Moment in deinem Leben, aber du bist so passioniert, du willst es machen und dann kriegst du es auch irgendwie hin. Ja? Für Tibet und Amazonas habe ich tatsächlich alles selber finanziert und das bis heute noch nicht abbezahlt. Ja? Ich verschulde mich und riskiere alles, um dieses Projekt zu machen. Da wird jetzt jeder denken, hey, das ist ja total bescheuert. Ja? Was ist das für ein Return? Ja? Ja. Aber es ist Lebensinhalt für mich geworden und ich glaube daran. Deswegen mache ich immer weiter und versuche immer größer zu werden. Für das aktuelle Projekt 100 Tage Ozeane muss man sich vorstellen, ist es noch viel exorbitant größer geworden, weil ich möchte zudem noch einen Film daraus machen. Mit den Büchern erreiche ich so und so viele Menschen in Europa. Aber mein Traum ist es oder mein Ziel ist es, noch mehr Menschen zu erreichen. Das geht heute besser mit Bewegtbild. Deswegen ist die Idee, eine filmische Dokumentation meines Buchprojektes zu begleiten, indem ich ein Kamerateam zweimal um die Welt mitnehme. Ja? Wir reden über alle Ozeane, alle Probleme, alle Lösungsansätze. Wir brauchen mindestens 3 Leute, die mit mir um die Welt reisen. Ja? Alles andere kann ich irgendwie stemmen. Es geht ganz simpel um Flug. Wir haben nicht mal Hotels. Ja? Wir pennen auf Booten oder am Strand, ist völlig egal. Ja? Wir brauchen ein bisschen Essen und Flüge. Ja? Equipment habe ich auch. Um das zu finanzieren, über fast 3 Jahre braucht man ungefähr 93.000 Euro. Das ist die Summe, die ich bei Kickstarter aufrufe, um diesen Film zu produzieren. Ne? Das ist die Summe, von der ich nichts habe, in der Hoffnung, dass die Kohle reicht, um daraus einen 45-minütigen Dokumentationsfilm zu machen. Und da ich bis heute noch keinen Investor und Sponsor gefunden habe, der sagt, hey Jörki, das ist cool, hier mache ich mit, das ist alles ein bisschen groß, die Nummer, weil es ist ein globales Anliegen, haben wir gesagt, wir machen daraus eine Kickstarter-Kampagne und erklären ganz genau, worum es geht und wofür das Geld eingesetzt wird. Demnächst ist auch in München die DLD-Konferenz und da bist du auch ein Teil davon, also du bist dort Speaker. Genau. Wie kam es dazu und was erwartet dich dort? Also was ist sozusagen deine... Ich muss ganz ehrlich sagen, die DLD-Konferenz, die kannte ich noch nicht mal. Ja? Also ich wusste gar nicht, was das ist. Und wer dann einmal auf die Seite kurz klickt, der sieht, oh, da waren aber ein paar große Jungs dabei, die irgendwas zu melden haben. Ja? Das heißt, diese Konferenz ist schon eine Plattform, an der man echt viele einflussreiche Menschen erreicht. Ja? Für mich entsteht dadurch, durch diese Chance, dort eingeladen worden zu sein, ganz am Ende, nachdem alle Speaker schon feststanden, eine Art und Weise, den Menschen nun mitzuteilen, um was es hier geht. Ja? Ich tue mich immer noch schwer mit dem Kickstarter, kleine Beträge von Menschen einzusammeln, weil die Summe von 93.000, was auch nicht wenig ist, die erreicht man nur durch die Masse, nicht durch kleine Einzelbeträge. Ja? So, und ich glaube, an dieser Stelle haben wir ein Mentalitätsproblem in Deutschland. Ja? A, kennen die Deutschen dieses Crowdfunding-Konzept nicht? Und B, denken die sich, ja, was wird damit erzeugt? Der Typ hat ja nicht mal ein Produkt. Ja? Es geht hier um ganz reinen Journalismus und die Botschaft zu verteilen, dass wir nicht an der Welt, an den Ozeanen aufgeben sollen. Also biete ich euch dafür eine Lösung, ja, in Form von einem Film, einem Buch und vielen anderen Dingen. Ja. Dafür brauche ich Unterstützer. Da ich die auch nicht finden werde in der kurzen Zeit, habe ich jetzt die einmalige Chance bei der DLD-Konferenz, genau diese Message nochmal dem Publikum, vielleicht vor einer weltweiten Presse mitzuteilen, in der Hoffnung, dass da vielleicht ein kleines Wunder passiert. Und wenn das Wunder nicht passiert, dann muss ich das einfach so akzeptieren und das Ganze vielleicht einen Schritt zurückstellen. Aber meine Hoffnung liegt tatsächlich noch an diesem Kickstarter-Projekt, an dieser DLD-Konferenz und wen immer ich da kennenlerne, vielleicht finde ich einen Unterstützer, der Bock auf dieses globale Projekt hat zur Rettung der Ozeane. Und danach geht's für dich gleich weiter, oder?
Da steht noch ein kleiner Punkt auf dem Programm. ja, gut, man, im Zuge dieser Konferenz wird man eingeladen nach Davos zum Weltwirtschaftsgipfel. Das ist natürlich eine Riesennummer. Ich war noch nie in Davos. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das da ablaufen wird. Ich habe eine Einladung und werde auch da ganz viele Visitenkarten mitnehmen. Wer immer mir da über den Weg läuft, könnte potenzieller Supporter werden. Also sehe ich auch dieses Event als ein sehr wichtiges für mich mit einer großen Botschaft. Genau. Wenn du von Supportern sprichst, wie ist das eigentlich so mit Staaten? Also Staaten, die auch an diese Ozeane grenzen. Haben die eigentlich kein Interesse oder gibt es nicht irgendwie einen europäischen Pool, der irgendwie Geld zur Verfügung stellt? Weil ich glaube, viele stellen sich immer so vor, man kann sich irgendwo bewerben und kriegt man irgendwie Geld dafür und dann. Aber das ist ja nicht immer so. Also nee. Auch nicht in allen Fällen so. Es gibt bestimmte Projekte, die unterstützt werden. Richtig. Und das ist wahrscheinlich. Gute Frage. Also zum einen muss ich dazu sagen, ich bin kein eingetragener Verein. Ja. In Deutschland muss man tatsächlich einer juristischen Rechtsform unterliegen, um zum Beispiel Spendengelder von einer Stiftung zu beziehen. Ja. Da man aber selbst keine Stiftung ist und kein eingetragener Verein, ist das schwierig. Ja. Es gibt vielleicht einige, die mir tatsächlich helfen wollen. Die würden dann auch eine Spendenquittung bekommen, um das vom Finanzamt rechtend geltend zu machen. Aber das habe ich nicht. Ja. Ich kann es mir auch nicht leisten, eine eigene Stiftung zu gründen. Das ist ein Riesenaufwand und extrem kostspielig. Ja. Das heißt, ich bin eine Einzelperson und versuche jetzt Geld zu beziehen. Ja. Das heißt, die einzige Möglichkeit für Förderer ist, dass man sagt, okay, die Geschichte gefällt mir gut, der Typ würde passen, vielleicht baue ich den in Form eines Testimonials ein, ja, oder vielleicht wird der Markenbotschafter für mein Produkt. Und vielleicht kann man somit rückwirkend das Produkt sogar in dieser Kampagne bewerben. Ja. Und somit hätte man natürlich eine Möglichkeit, dieses Projekt auch zu finanzieren. Aber hierzu den richtigen zu finden, ist unglaublich schwierig. Ja. Da steht man dann vor der großen Barriere, wen kontaktiert man erstmal bis nach ganz oben und haben die noch ein Marketing, haben die einen Marketingleiter, hat der noch ein Budget, inwiefern kann das angepasst werden? Man braucht unglaublich viel Zeit und Aufwand, um den richtigen Partner zu finden. Das heißt, wenn du im Vorfeld schon eine Aufmerksamkeit erzeugst, dann hast du vielleicht Glück und die erfahren ganz subtil von dir. Ja? Und dann matcht sich diese Geschichte. Ja? Damit wir das ein bisschen unterstützen, gebe ich mir natürlich viel Mühe mit solchen Interviews und bei Kickstarter das Projekt. Und somit bewerben wir das in der Hoffnung, dass wir irgendjemand da draußen finden, der sagt, hey, coole Geschichte, hier bauen wir mich ein. Ja, hier kommt die Firma mit ins Spiel. Aber nicht so einfach. Cool, dann sind wir eigentlich schon am Ende vom Interview. Ich bedanke mich vielmals bei dir. Jetzt liegt es an euch. Also ihr könnt den Jörg direkt unterstützen. Wir verlinken die Kickstarter-Kampagne unten in der Beschreibung. Also wenn ihr darauf geht, kommt ihr direkt dorthin. Da ist auch der Trailer passend zu 100 Days of Ocean. Genau, Heroes of the Sea. Genau, ich würde dir jetzt einfach nochmal diesen kurzen Moment geben, einfach so einen kleinen Aufruf nochmal zu starten, direkt an unsere Zuschauer. Ja, vielen Dank dafür. Also viele von euch kennen vielleicht die Kickstarter-Crowdfunding-Plattform noch nicht. Es ist ein super Tool, um hier einen großen Einblick in dieses Projekt zu bekommen und mit einer kleinen Spende von jedermann Teil dieses Projektes zu werden. Ja? Ihr bekommt für das Geld Dinge zurück, die ich in Form von einzigartigen Making-of-Videos oder Making-of-Büchern, die sehr selektiert und limitiert sind, zeige und euch wiedergebe. Ihr könnt aber auch den Film runterladen, ihr könnt Bilder bestellen, ihr könnt im Prinzip Teil dieses Projektes werden mit eurem Namen in Form eines Credits in dem Film oder in dem Buch und habt somit teilgenommen an diesem ganzen Projekt. Ja. Es geht hier nicht um eine große Summe, sondern vielmehr um die große Masse. Jeder kleine Beitrag zählt und das ist für einen guten Zweck, das ist für die Zukunft unserer Ozeane und ganz wichtig, der Leitfaden für jeden da draußen zu wissen, was kann ich selber tun im Alltag, um überhaupt hier beizutragen an der Rettung der Ozeane. Dazu möchte ich aufrufen und hoffe, dass ganz viele Leute da draußen meine Kickstarter-Kampagne sehen. Ich danke euch fürs Mitmachen und hoffe auf eure Unterstützung. Vielen Dank. Danke auch dir. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ich glaube, dass du eine Inspiration für viele da draußen bist, die auch sowas machen wollen und die auch in die Richtung arbeiten möchten. Und dann bleibt eigentlich nur noch so viel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einfach einen schönen Daumen nach oben. Und wenn ihr Fragen an Jörg Hobbes direkt habt, dann kommentiert einfach unter dem Video. Dann wird Jörg direkt darauf antworten oder auch mir, je nachdem, auf was es die Frage bezieht. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. We have a serious problem with our ocean.
Plastic pollution all over the world is a serious issue of today. Illegal fishing is happening every day. So what can we do? What can you do? Instead of waiting for more conference and debates, we should take action right now.